So Leute, da sind wir wieder zurück zu Need for Speed Pro Street hier in Challenge Autopolis. Und der, es ist nach dem Showdown unser erstes Event. Wir haben natürlich jetzt noch nicht weiter getuned, aber ich hoffe jetzt einfach mal im ersten Rip-Rennen. Okay, wir kriegen auch ein Auto gestellt. Ein GTO. GT0? GT0, oder? GTO? GTO. Grand Theft Auto. Keine Ahnung. Mir hat keiner gesagt, dass ich ein Auto gestellt bekomme hier. Alter, meine Güte. Also sie sehen zwar geil aus, aber so ein bisschen Individualität hätte ich mir schon erhofft. Ich fühle mich so gleich. Okay, ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt das Event, was uns zeigen soll, was jetzt auf uns zukommt, ne? Ja, das ist natürlich jetzt hier leistungstechnisch schon mal eine andere Ausmarke. Ups, tut mir leid. Naja, ihr habt ja so viele von diesen Wagen. Alter, okay, das ist echt schon mal ein bisschen was anderes. Oh, herrlich abgebremst. Schön reingedriftet. Ja, okay, also ich möchte mal sagen, das letzte Mal haben wir dann höchstwahrscheinlich sozusagen den Einsteigerkurs gemeistert. Und jetzt geht's dann hier ins Eingemachte. Wir wollen natürlich dominieren, was anderes bleibt hier nicht übrig. Es gibt auch nur zwei Runden. Also wir müssten jetzt langsam aber sicher uns auch mal ein bisschen vorkämpfen und nicht so scheiße fahren, was ich hier gerade mache. Und die da vorne, die setzen sich schön ab, die Jungs. Ah, die setzen sich schön ab. Jetzt versucht er, hat er den anderen überholt, oder was? Nee, ganz im Gegenteil. Und ich mache es ihm gleich. So, und lassen wir ihn anders vor. Super. Ryan Cooper, das war gar nichts. Aber ich habe ihn noch am Horizont übers Ziel hinausschießen sehen. Die Sicht ist doch scheiße. Ich sehe doch gar nichts gerade. Okay, das ist jetzt echt was anderes. Leute, das ist echt was anderes. Das ist jetzt schon... Das geht schon echt in Need for Speed Shift über. Was ich eigentlich ganz geil finde. Aber die Jungs, die haben es hier echt faustdick hinter den Löffel. Guckt euch das mal an. Die fahren echt gut. Und ich finde das eigentlich auch ganz geil, dass der eben gerade so einen Schmankler gemacht hat. So einen Fahrfehler. Dass es den rausgetragen hat. Das macht es irgendwie glaubwürdiger. Gerade für mich. Weil wenn keiner Fahrfehler macht, dann bin ich ja der Einzige. Und dann bin ich immer sehr traurig. Oh, komm, nicht rubbeln jetzt. So, komm her. Jetzt müssen wir ein bisschen aufholen. Fuck, ey, die sind aber auch schnell. Die sind aber auch echt schnell. So, aber jetzt sind wir wieder gut rangekommen. Die bremsen immer viel frühzeitiger ab als wir. Aber ja, die haben doch irgendwie mehr Leistung als wir. So, jetzt müssen wir hier langsam. Jetzt unsere Chance. Komm! Ja, schön abgedrängt. Wenigstens den zweiten, komm. Ich will nicht zweiter werden. Ich will erster werden. Geht weg. Lassen Sie das. Und dann lassen Sie das. Oh, die Kurve ist so kacke. Ich hasse diese langgezogenen Kurven. Entweder eng und schnittig oder gar nicht. Aber nicht so langgezogen. Ich will erster werden, Mann. Der da vorne, der ist echt gut. Der kriegt aber auch nicht auf den Deckel, ne? Okay, das war jetzt hier voll auf die Eisen gehen. Jawohl, war gar nicht so schlecht. Jetzt könnte ich natürlich NOS geben, um in Windschatten reinzukommen, aber ich habe gerade mal ein bisschen Angst. Okay, ab dem zweiten Ding ist es sozusagen jetzt. Ficker, ey. Da versucht er an der Innenkurve, so wie ich das immer mache, schön an mir vorbeizuziehen. Da fehlt ihm aber halt auch der Mut, ne? Da muss man dann das Ding muss man dann eben auch durchziehen. So, jetzt muss ich mal gleich auf die Karte gucken. Ist das jetzt hier schon Ziel? Oh Gott, das war schlecht. Ja gut, also mit dem NOS eventuell schaffe ich es dann noch vorbei. Was sagen jetzt? Oh Gott, da kam ja noch eine Linkskurve. Jetzt eventuell schön im Windschatten nochmal dran. Hallo! Und ja, ja Mann! Schön im Windschatten noch rangesaugt. Guckt euch das an. Im Windschatten rangesaugt und dann... Ah!
mit der Nasenspitze noch vor ihm durchs Ziel gerattert. So muss das. Alter, das war geil. Wer? Gavin? Kevin? Meine Herren, das war richtig nice. Das war gut. Okay. Die sieht erstmal einfacher aus. Die Strecke allerdings, kommt drauf an, wie rum wir die fahren. Der rechts unten, das ist ja beinahe 180 Grad. Da muss ich mir dann wirklich wieder den Nos bis zum Schluss aufheben. Ich vermute jetzt mal so mit 80 km/h drum und dann schön am Scheitelpunkt Nos geben und ne, ein bisschen später. Ein bisschen später, sodass man Grip hat. Und dann Vollstoff. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass Natascha nicht mehr da ist. Finde ich echt ein bisschen schade. Ich habe mich gerade auch so an sich dran gewöhnt, ne? Go. Ah, die Raucheffekte sind so schön. Okay, genau wie ich es gesagt habe. Genau hinter uns. Ich versuche jetzt mal gleich am Anfang innen zu überholen. So. Weiß war nicht optimal, aber einfach mal, dass das Feld hier so ein bisschen aufgesplittet ist. Wieder die zwei Trottel da vorne. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich keine Fahrhilfen und sowas habe. Denn ich glaube, dass die mir zu sehr reinfuchsen würden und zu sehr abbremsen. Ja, gut. Jetzt muss ich hier ein bisschen rampeln. Jetzt muss ich hier ein bisschen... Ja, Kopf an Kopf, Kopf. Nein. Das kannst du gleich mal lassen. Langgezogene Kurve, leicht vom Gas gehen, am Scheitelpunkt wieder Gas geben. Und da sind wir wieder schön drin. So. Nein, das lassen wir bleiben. So, jetzt kommt sie. Und in die Eisen gehen. Schön in die Eisen gehen und Feuer. Ist dieselbe Kurve wie eben, ne? Jetzt benutze ich mal Nos. Wir haben sowieso zweimal Nos. Und jetzt eventuell im Windschatten komme ich wieder dran vorbei. Der hat doch vorhin abgebremst. Das kann mir doch keiner erzählen. Alter! So! Leute! Feigen! Alter! Voll reingedroschen! Tja, das war leider zu viel des Guten. Oh Gott, ich krieg gerade keinen Grip mehr hin. Jetzt muss ich einfach ein bisschen den Arsch breit machen hier. Ja, da will er innen vorbei, das höre ich schon. Ich glaube, der ist auch mit Nos eben an mir vorbeigezogen, deswegen. Oh, nicht ruckeln jetzt, ey, ganz ehrlich, PlayStation. Jetzt mit unfairen Vorteilen hier. Das kannst du jetzt nicht bringen. Oh, wie gerne hätte ich jetzt einfach auch eine Rückspulfunktion. Weißt du, so ein bisschen Gewissheit. Oh Gott, das war nicht gut. Komm! Komm! Alter! Zack, Alter! Ich geb's zu. Ich habe die letzte Kurve einfach verkackt. Ich habe sie verkackt. Und da wollte ich mit unfairen Mitteln mich wieder vorarbeiten, aber... Scheiße, Mann. Ich hätte gedacht, wenn ich ihn schön hinten reinfahre, dass er sich in irgendeiner Form noch dreht. Okay. Okay. Ach, na gut, dann müssen wir es jetzt in irgendeiner Form mit den Driftrennen rausholen. Drift. Oh nein, wir haben ja auch dieses Sektor-Shootout. Oh, Kotzrülps. Ja, warte mal, dann machen wir doch erstmal hier ganz kurz Wagen ansehen. Kann ich hier auch nicht direkt Wagenvergleich machen? Details? Blaupause ist nicht verfügbar. Ja toll, ich würde mal gerne sehen, in welcher Form hier die sich unterscheiden. Okay, rein aus Interesse, nehmen wir einfach mal den G35. Jetzt neu auf dem G35-Gipfel wurde beschlossen, dass wir ein Driftrennen fahren. Okay. Ryan Cooper am Start. Das ist nicht Ryan Cooper. So, das ist unserer. Echt? Okay.
So, und jetzt hier am Anfang schon schön driften. Das wäre natürlich geil. Ja, wenn man natürlich schlechter trifft, das kann ich leider nur bestätigen. Das war echt nicht gut. Och, komm. Sag mal, irgendwie ist doch da hinten schon irgendwas kaputt an meinem Auto. Naja, jetzt auf jeden Fall. Wir halten fest, das war schlecht. Aber das wurde ja auch des Öfteren schon gesagt. 1300 Punkte sind echt machbar. Also hier kannst du eigentlich, ich möchte mal behaupten, großkotzig wie ich bin, die 2000 Punkte sollte man ja eigentlich schon knacken. Das Problem ist mir, könnten sie den Start nicht so 3 Meter zurückversetzen, dass ich wenigstens ein bisschen Anlauf holen kann? So, jetzt hier schon. Obwohl, geht. Gut so. Jetzt nicht zu weit, lieber ein bisschen weg. Jawohl. Haben wir schon die Punktzahl. Jetzt hier nochmal irgend so ein bisschen Käse machen. Was mache ich denn hier? Nicht so ein Käse. Hallo. Naja, der Fahrstil, den wir sehen wollen. Ich meine, es war echt nicht so schlecht, aber die letzte Kurve, da hätte ich einfach, das ist gar nicht so schwierig, so eine schöne, langgezogene Außenkurve, da dran rumzuschlittern, aber wenn man natürlich dann wieder im entscheidenden Augenblick zu sehr gegenlenkt. Oh, man darf ja auch keinen Totalschaden fabrizieren. So, okay. Wir sind ja eigentlich schon Erster. Das ist eigentlich jetzt hier nur Punkteschönheitskorrektur. Schlecht gedriftet. Mann! Ey, ohne Mist, ich möchte einfach mal ganz kurz ein bisschen nochmal nach außen fahren, ohne dass die Karre hier wie so ein Windei... Ah, zu sehr durch den Dreck. Jetzt nochmal ein bisschen was, komm! Jetzt driftet die nicht! Die Olle! Die olle Karre, jetzt driftet sie nicht! Eben die ganze Zeit, wo ich einfach nur so ein Mühe rüberfahren will. Aber gut, Masato Kihara hatte ja auch seine Probleme mit der Karre. Das liegt an der Karre. Das liegt doch an der Karre. Das sieht man doch. Die ist doch nicht fürs Driften ausgelegt. Okay. Ja, die Driftrennen sind jetzt noch nicht so schwer, aber ich vermute mal gegen Ende. Da werden dann die Punkteangaben, die man hier erreichen muss, die werden dann schon irgendwie in uns endlich hochgehen. Was meine sind nicht so konstant, erzähl doch nicht. Erster, zweiter, erster, nicht ganz so konstant. Sektor-Shootout, nein, wir machen erst Drift. Ich fand den gar nicht so schlecht. Und da wir sowieso den Sektor-Shootout dann wieder mit dem GT... Dingsbums-Auto machen müssen. GT0, oder? Ist GT0, eindeutig. So. Ist eigentlich auch geil, so ein Event zu machen, ist eigentlich eine schöne Werbeveranstaltung für die Karren. So, sag mal, Ziel ist es 1400. Warum kriege ich denn so wenig? Oh, hier geht's dann rum. Es war gar nicht gedriftet. Natürlich. Und jetzt driftet sie wieder in die falsche Richtung. Du Karre der Hölle. Alter. Oh Gott. Bin ich schlecht? Und das war keine Aussage. Das war einfach eine rhetorische... Ah. Oh komm. Ey, wenigstens 1200 oder sowas. Über 1000. Jawohl. Ich vermute mal, so die 1600 müssen wir eigentlich schon knacken. 1300. Na gut, aber auf dem dritten Platz ist gar nicht so übel. Dafür, dass es wirklich übel war. Dafür, dass es wirklich so mega übel war, was ich hier gemacht habe, war es dann im Endeffekt doch nicht so übel. Ich war halt nur die mittlere Scheiße von dem Beschissenen. Okay, also. In der Mitte, da geht es nochmal richtig ab. Hier der Start ist gar nicht so entscheidend. So, jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen... Ah, ey, ich komme nicht rum. Ich weiß, es ist wieder schlecht. Es ist gar nicht gedriftet hier.
Jetzt drum. Ja, das ist jetzt... Aber wenigstens kriege ich noch die Kurve. Jetzt komm, mehr. Schlecht, super. Wir kriegen nochmal einen Boost. Das ist doch geil, das ist geil. Jetzt nochmal über die 400 nochmal. Ja, naja, okay. Ich gebe zu, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber es war echt nicht gut. Also da muss ich echt noch ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Das ist echt krass, sobald man da einmal das Gewicht falsch verlagert hat von der Karre, kommt man da echt nicht gut wieder rein. So, let's go. Jetzt schon. Ah, viel zu weit nach innen. Jetzt. Sehr schön. Jetzt abbremsen. Ja, der schlechte Sitz braucht halt auch ein bisschen Geschwindigkeit. So, jetzt. Ganz geil. Jetzt wieder volle Möhre rum. Wieder ein bisschen nach außen. Handbremse ziehen. Und die Bude ordentlich rumreißen. Jetzt erstmal wieder gerade fahren. Und jetzt Vollgas in die andere Richtung. Und jetzt nochmal jegliche Punkte rausleiern, die hier gehen. Ah, scheiße. Man muss natürlich auch mal driften. Na gut, wir haben die 2000er-Marke geknackt. Ich gebe zu, es war wieder nicht so optimal, aber ey, man sieht aber eindeutig hier auch so ein bisschen Progress, oder? Learning by doing. Von 1000 auf 1800 über 2000, also wenn das nicht mal eine schön steile Lernkurve ist, also würde ich das jetzt in Excel eingeben, da wäre ich einfach nur begeistert. Wäre ich einfach begeistert von meiner Leistung. Ja, so. So. Jetzt geht's an das schlimmste Rennen. Sektor Shootout, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man hier leistungstechnisch genauso stark ist wie die anderen. Ach komm hier, da kann ich ja Vierter werden, das ist ja auch egal. Okay. So, finale Rennen ist eigentlich egal, welcher wir werden, außer letzter, ne? Wir brauchen hauptsächlich so ein paar Pünktchen. Der Rest ist eigentlich völlig belanglos. Okay. Wenn ich hier mal als Erster sterben dürfte. Okay, wir müssen uns aber behaupten, wir sind halt einfach der Lonely Rider. Einer muss das ja hier machen. So, Natascha 2, man sieht sich. Und drehen die sich da vorne schon? Nee, die sind einfach nur gut gefahren. Ja, der wird jetzt natürlich wieder alles schön vorlegen. Aber... Wenn wir leistungstechnisch mal mithalten können, da setzt sich Ryan Cooper auch mal durch, direkt am Anfang. So, sehr schön. Das war mega kacke. Hätte ich gedacht, dass ich wenigstens so ein bisschen durchrollen kann durch die Kurve, aber das war richtig schlecht. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so meine Rennen hier. Beziehungsweise, das muss ich halt erstmal lernen. Die Strecken, die muss ich erstmal in irgendeiner Form drauf haben. Ja. Das war natürlich jetzt echt ein mega Fauxpas, der mir da passiert ist. Und. Naja, so einen halben Zentimeter neben der Strecke geht noch. Ja, der Katsuki da vorne, der freut sich natürlich nass. Aber wofür? Er hat ja nichts geleistet. Er fährt einfach nur als Erster durch die Dinger da durch. Und ist als Erster gestartet. Das ist doch echt. Das ist keine Leistung. Das ist einfach nix. Jawoll. War natürlich jetzt kacke gleich übers Ziel hinausgeschossen, aber ich habe gesehen, dass wir das zweite schon erreichen können. Deswegen bin ich jetzt mal auf Vollgas gegangen. Alter, sind die weit vorne. Die sind echt gut vorne. So, damit haben sie natürlich irgendwie schon wieder was geknackt da vorne, irgendwelche Rekorde. Jetzt haben wir alle mal ein paar Punkte gekriegt. Verstehe ich nicht ganz wieso. Lohnt sich das noch? Keine Ahnung, ob das lohnt. Ich fahre jetzt erstmal so durch. Nö, 109 Punkte daneben, um Gottes Willen. Zum Glück habe ich jetzt kein NOS benutzt. So, und auf die Eisen.
Ah, wird noch ein bisschen geruckelt. Das gehört immer dazu. Jetzt, wo die PlayStation merkt, Alter, ist der gut. So. Zack. Ja, wir sind immer noch nicht Erster. Da fehlen noch ein paar Pünktchen. Der verteidigt natürlich hier gut seine erste Position. Ich kenne die Strecke eben auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich hier losgehen kann. Wieder dieselbe Kacke wie vorhin. Anstatt ich da mal kurz auf die Map gucke und mal ein bisschen das Hirn einschalte. Nein. In 180 Grad Kurve mit 100 km/h ist halt irgendwie zu viel, ne? Ist halt zu viel. Ja, gut. Das knacke ich hier nicht, das Schäfchen. So. Mann, ey, ich krieg auch die Kurve nicht mit 58 km/h. Ah, ärgerlich. Okay, also das letzte will ich da noch machen. Das ist jetzt eigentlich auch egal. Ich möchte jetzt auf der Zielgeraden, das will ich da noch schaffen. Da kann ich sogar zweimal losgehen für. Ah, kriegen wir nochmal eine bessere Punktzahl, als wir eh schon hatten. So, jetzt habe ich natürlich hier keine Chance, zweimal NOS zu benutzen. So, doch jetzt. Komm, 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 komm. Kommt hier nochmal die Linkskurve? Jo. Sozusagen, jetzt. Und ficken fürs Volk. Alter. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das war gar nicht so schlecht, aber 29 Punkte sind auch nicht so wenig. Ach komm, ey, der hat tatsächlich noch ein paar Punkte rausgeholt, der auf dem ersten Platz. Ach komm her. Let's do it. Ach was, komm her. Was soll das? Was soll das? Das war ja mal mega schlecht und meinen zweiten NOS-Balken gleich verblasen. Ja, wieder die Kack-Kurve. Kaka. Kaka. Deswegen nennt man das mal Kaka. Die Kack-Kurve. Das kommt eigentlich aus dem Rennfahrer-Jargon. Ich glaube, ich hoffe, wir können uns mit dem zweiten Platz hier noch anfreunden. Wenn wir nicht von den hinteren Plätzen noch überholt werden, aber ich glaube, es geht nicht mehr. Meine Güte. Ja, hier habe ich beim ersten Mal, habe ich es ganz gut geschafft, mich hier durchzusetzen. Habe ich jetzt immer probiert, einfach geradewegs durchzubrettern. Alter, die anderen sind gleich im Ziel. Oh, shit. Ein bisschen zu weit rausgegangen. Tragen 38 Punkte, zu wenig. Na gut. Ah, das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Das habe ich ja nicht mal mit NOS geschafft. Mann, ey, ich glaube auch manchmal dieses mit dem einen Rad im Dreck fahren, das ist auch nicht so optimal. Aber manchmal kommt man da besser rum. So, jetzt wäre es natürlich geil, jetzt hier den zweiten NOS zu zünden. Nein, natürlich verbraten. So, wo steht denn jetzt hier, welche Punktzahl ich hier erreichen muss? Steht da nirgends. Ja, 19 Punkte daneben. Schade, schade. Aber auch mit dem zweiten Platz bin ich eigentlich zufrieden, denn ganz ehrlich, das sind eigentlich die schwierigsten Rennen hier, diese Sektor-Shootouts. Ich finde, das ist aber auch kein... Also es ist natürlich fürs Spiel ein gutes System, aber ansonsten gibt's das in echt. Ist doch echt ziemlich unfair. Du wirst gewürfelt, fährst als Erster los und kriegst schon alle Punkte direkt am Anfang. So, 10.000 Dollar, okay. Die Mitte war immer kacke, nehmen wir jetzt mal das. 10.000. Oh, wähle als Belohnung einen Wagen aus. Ja, auf jeden Fall den hier, ne? Auf jeden Fall den hier. Der ist ja einfach in allen Belangen besser. Der hier war ganz gut im Drift, aber... Naja, unsere Driftmaschine, die haben wir schon. Die war eigentlich ganz geil. Unsere persönliche Driftmaschine. Und außerdem haben wir jetzt unseren Nissan 350Z. Der wird jetzt natürlich durch diesen hier ersetzt. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir da mit dem Nissan? Den könnte man ja in irgendeiner Form jetzt nochmal ein bisschen umbasteln. Ich weiß nur noch nicht wofür. So. Und damit haben wir natürlich unser erstes Rennen auch schon dominiert.
Okay, man schaltet echt sau viel frei. Aber ich glaube, das wird dann hier hinten ein bisschen weniger. Ah, hier hinten werden das so ein bisschen weniger. Da fokussiert sich das dann alles hier schon mitten auf die Mitte. Rekord brechen. Voraussetzung für Showdown. 1. Ja, hier. Rekord. Voraussetzung für Showdown. 8 von 10 haben wir schon. Hier haben wir nur 1. Hier haben wir 0. Also hier hinten haben wir schon irgendwas komplett gut gemacht, ne? Keine Ahnung, was ich da gebrochen habe, aber irgendwas habe ich hier hingebrochen. Sehr schön. Sieg haben wir einmal, dominiert haben wir einmal. Wir wissen es nicht. Okay, wo gehen wir als nächstes lang? Ich würde mal sagen, oben. Das war irgendwie mal ein bisschen geiler. Autobahnring. Du darfst an diesem Rennen nicht teilnehmen. Folgende Wagentypen fehlen dir. Grip und Speed Challenge. Ich habe doch einen Grip-Wagen. Darf ich hier teilnehmen? Grip. Ich habe doch einen Grip-Wagen. Wollt ihr mich verarschen? Darf ich hier daran teilnehmen? Wird mir auch ein Grip-Wagen. Ist aber... Das ist doch jetzt aber echt... Das ist doch ein Diss. Ich hab doch aber einen Grip-Wagen. So, alle Wagen, Grip-Wagen. Ach, weil er beschädigt ist, oder was? Da war ja was. Wir dürfen ja nicht mit beschädigten Wagen hier antreten. So, wo ist hier mein neues? Wo ist mein neuer Best-of-Wagen? 2, 3, da ist er. Und was ist das jetzt für einer? Wo sehe ich das? Vorab getuned. Drift. Oh, nee. Ach, komm. Das ist echt, jetzt ist doch kein Driftwagen. Leute. Der ist aber schon so relativ gut. Der ist schon so relativ gut. Dann würde ich mal sagen, da hauen wir jetzt mal ein bisschen was rein. Schnelle Upgrades, weil wir ja schon wieder so viel Geld haben. Hier, guckt euch das mal an. Da ist der schon vom... Von der Leistung her, der ist aber immer noch, der ist immer noch Drift. Ich will den nicht in Drift. Den will ich nicht in Drift haben. So, wie ging das jetzt hier? Wagen verkaufen? Ich will den nicht Drift haben. So, der ist auch Drift, ne? Drift Blaupause, Drift Vorabtuning, Grip Vorabtuning. Drag. Konnte ich das nicht in irgendeiner Form ändern? Modus wählen, da unten, Viereck. Okay. So, wo ist er? Da, Modus wählen. Ja, weg damit! Der wird jetzt unser Speed Challenge. Brauchen wir allerdings auch noch. Was ist denn Speed Challenge? Kann mir das mal bitte wer verraten, was Speed Challenge ist? Ärgerlich, ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen. Soll ich ihn jetzt für Speed Challenge nehmen? Das hört sich schon so an. Speed. Hört sich schon so an, als bräuchte ich da einen schnellen Wagen. Den nehmen wir jetzt als Speed Challenge. Da haben wir schon mal alles hier vertreten. So. Blaupause anpassen. Jetzt tunen wir den noch mal ein bisschen. Da holen wir natürlich hier gleich das Geilste vom Geilen rein. Zack. Yeah. Stabilität. Alles rein. Oh, ich habe nicht mehr viel Geld. Und auf einmal war das Geld weg. Schade. Jetzt sieht er natürlich nicht mehr ganz so geil aus. Special Upgrades. Nee, das braucht man nicht machen. Das einzelne Tuning braucht man auch nicht machen. Windkanal. Nee, warte mal, wie ging denn das nochmal? Schnell? Nein. Special Tuning, Prüfstand, Windkanal. Aktualisieren. Hä? Mann, ey, mit dem Tuning komme ich noch nicht ganz klar. Das ist nicht so ganz übersichtlich gemacht. Finde ich. Wo ist denn jetzt hier nochmal das Aussehen mit drin? Das ist doch nicht mal schnell, oder? Das ist hier Leistung. Das ist das Ding. Special. Karosserie. Das ergibt in irgendeiner Form dann Sinn. Vorderräder, Hinterräder, alle Felgen. Bringt das in irgendeiner Form was? Bringt erstmal nichts. Ganz ehrlich, so sehr ich auf die Optik auch stehe. Aber wenn, dann soll es auch was bringen. Zum Beispiel das hier. Das haben wir nämlich schon gekauft. Und wenn wir das eh schon gekauft haben, bauen wir das auf jeden Fall mal rein. So, Aerodynamik, Antrieb, Drag. Wir wollen eigentlich gar nicht so viel Drag. Wir wollen mehr Antrieb. Zone 2. Geil. Hat so ein bisschen was vom Mercedes jetzt von der Schnauze her. Geil. Richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Motorhaube. Hammer eine neue. Ja, mit Carbon. Kann man machen. Kostet aber auch schon relativ viel Geld.
Nö, da finde ich ganz ehrlich, die normal lackierte Motorhaube finde ich eigentlich ganz geil. Ein Spoiler ist eigentlich immer geil. Rückt uns schön nach unten. Und vor allem bringt der richtig viel. Da würde ich jetzt mal einfach nach dem Preis gehen, tatsächlich. Stufe 1 ist der billigste hier, bringt genauso viel wie alles andere. Deswegen, ich bin jetzt einfach mal so frei und kaufe mir hier mal das billigste Ding. Mehr auf Antrieb, weniger auf Drag gehen. Machen wir mal so 5. So, lassen wir das mal. So, lassen wir den mal. So ist der gut. Ja, die Dachdinger bringen nicht so viel. Auspuff bringt nicht. Überrollkäfig. Rennsitze. Haben wir da nicht sogar irgendwelche? Ich hatte doch mal welche gekauft. Nee. So. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, von der Leistung ist das Ding natürlich jetzt hier exorbitant geil. Und ich finde auch ganz ehrlich, die rote Farbe steht dem richtig geil. So, zu welchem Team wollen wir gehören? Warum kriege ich eigentlich kein Geld, dass ich mir das hier draufdrucken lasse? Ich möchte eigentlich ein bisschen Geld haben dafür. Gibt es da irgendwas Cooles? R2 Zone. Zone 2. Okay, das sieht natürlich nochmal ganz anders aus. Aber ganz ehrlich, dieses Teamgedöns hier. Ah, hier gibt es noch Grafiken. Ich brauche manchmal ein bisschen länger, um sowas erstmal zu finden, ne? Ihr merkt's. Schönes Pflaster. Ich möchte irgendwie. Ja, sowas hier. Das ist doch geil. Pass mal auf. Da habe ich die ultimative Idee. Das kann ich ja dann noch drehen. Das machen wir schwarz. Die Größe. Nee, ich möchte es eigentlich, möchte ich es drehen. Jetzt drehen wir das hier noch so ein bisschen ran. Ja. Ungefähr so. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Länger beziehungsweise. Und natürlich hier hinten dran. So, dass es genau endständig ist mit den Leuchten hinten. Das ist doch geil. Schieben, was ist schieben? Nee, 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 nichts schieben hier. Alles zurück. Kommando zurück. So, kann ich das jetzt auch spiegeln? Spiegeln ein. Spiegeln aus. Spiegeln ein. Ist es jetzt ein oder aus? So, so finde ich es eigentlich ganz geil. Spiegeln war nicht ein. Grafik. Spiegeln ein. Ach doch, da hinten ist es, oder? Doch, ich sehe es. Okay. Finde ich eigentlich erstmal ganz geil, dass die Karre sieht ganz gut aus. Und schöne Felgen wären noch schön, ne? Nicht, dass die Felgen hässlich wären. Würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber sie sind schon... Ihre Bereifung ist eigentlich auch ganz schön wichtig. Stabilität. Und so ein bisschen Geld haben wir ja noch. Ein bisschen Geld. Da wollen wir natürlich auch nicht die schlechtesten haben. Ist ja klar, ne? Da will man natürlich jetzt auch gute haben. Von Michelin. Auf jeden Fall. Die will ich haben. So, jetzt reicht's. Ich habe das ganze Geld schon wieder rausgehauen, Mann. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ich wollte nur gucken. Es ist immer so, man geht gucken. Geht einfach mal hier in irgendeinem... zum Gebrauchtwagenhändler und sagt mal, ey, das ist ein Schnäppchen, das nehme ich mit. Dann fährt man in die Werkstatt vom guten Kumpel und was passiert? Man motzt das Ding wieder auf und ist dann einfach mal 180.000 Euro los. Dem geht das nicht so. Okay, Leute, aber wir haben jetzt damit eigentlich alle Wagen, die man haben kann. Sind arm wie ein armer Schlucker, aber wir dürften jetzt... Nee, dürfen wir immer noch nicht. Ich habe doch die Karre nicht repariert. Lass mich raten. Rip-Rennen fehlt noch. Ja, wir haben es nicht repariert. Also nochmal zurück. So muss das sein. Immer wieder hin und her. In die Garage. Habe ich überhaupt noch genug Geld, um das zu reparieren? Wagen reparieren. Mit Geld. Reparaturkosten. Möchtest... Geil. Geil. Es hat genau gereicht. Ich habe jetzt 0 Euro. 0 Dollar. 0, nix. Ich habe wirklich alles restlos ausgegeben. Wie geil ist das? Darf ich jetzt wenigstens dran teilnehmen? Dann werden wir jetzt mal Eier gucken. Nicht, dass es jetzt wieder irgendein Ausreden gibt. Sehr gut, wir haben einen Grip Racer, wir haben einen Driftwagen und Speed Challenge. So, Alter, der Part geht natürlich jetzt schon sehr lange. Ich wollte hier ein bisschen rumgucken. Vielleicht sollte ich sowas dann auch mal im Off machen. Mal so ein bisschen durch die Menüs durchglotzen. Aber ich war jetzt hier so ein bisschen von der Karre beeindruckt.
Vor allem, wir haben sie jetzt eigentlich noch geiler getuned, als er eh schon vorher war. Optisch vielleicht nicht, aber von der Leistung. Alter, was ist das für ein geiler Mazda da hinten? Das ist die Mazda 3. Sieht aber eher aus wie der CX-5. So. Grip Klasse, Grip Sektor, Shootout, Drift, Speed Challenge, Top Speed Lauf. Okay, Leute. Ich bin sehr gespannt, was Speed Challenge und Top Speed Lauf ist. Ansonsten hoffe ich auch mal, dass unser Gripwagen hierfür noch ausreichen wird. Obwohl ich da so ein bisschen Zweifel habe. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen das nächste Mal hier wieder weiter mit Need for Speed Pro Street. Haut rein. Ciao.